Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Vorgestern ein Surprise-Patch angekündigt, gestern Abend ist er gekommen. Heute Vormittag reden wir drüber. Bis gleich. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Also ein Surprise-Patch. Surprise-Patches sind beste Patches, das wissen wir alle. Und tatsächlich wurden Karten genervt, und zwar ganz schön viele. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ist. So, jetzt haben wir hier euch hier 15 Nerfs hingeballert. Jetzt lasst uns aber auch in Ruhe, bis jetzt die neuen Karten kommen. In 4 Wochen. Wir wollen jetzt Sommerpause. So nach dem Motto, mal gucken, ob das. Ich denke mal nicht, dass jetzt nochmal viel passiert. Damit werden wir jetzt dann wohl ungefähr leben müssen. Ist dann ja aber vielleicht auch okay. Also, holt euch ein Wasser. Und reden wir mal über die guten Nerfs. Den Krieger hat es erwischt, kann man so sagen. Und zwar, Schildzersplitterung geht auf 4 Schaden. Also es kostet weiterhin 10, es ist also weiterhin mit 10 Rüstung für 0 Mana spielbar, aber geht auf 4 Schaden. Der Krieger wird ja eigentlich einige Nerfs, deswegen gehen wir nachdem wir alle Nerfs besprochen haben, nochmal kurz dann auf das Gesamtpaket ein. Ja, insgesamt eine Karte, die man auf jeden Fall nerfen kann, eine Karte, die man auf jeden Fall vielleicht nerfen sollte, ist natürlich immer noch stark. Du kannst immer noch für 0 Mana die meisten Aggro- oder Token-Boards wegmachen. Nur andere Decks, wie zum Beispiel Naga-Mage oder Mech-Decks, die auch oft Diener spielen mit 5, 6, 7 Leben. Die sind jetzt halt nicht mehr so einfach zu töten und gerade Diener mit 5 Leben gibt es einige. Naga Mage fällt mir jetzt halt gerade ein. Der Naga Mage hat ungefähr 4 oder 5 Nagas, die 5 Leben haben. Die sterben jetzt halt nicht mehr. Also du kannst jetzt immer noch Diener töten, die 2, 3, 4 Mana kosten meistens. Aber Diener, die 4, 5, 6 Mana kosten, die sind halt nicht mehr alle mal eben tot. Und das ist, denke ich, auch völlig okay. Immer noch eine gute Karte, die man mit Sicherheit spielen wird, wenn man Control Vogue spielt, aber halt nicht mehr ganz so stark wie bisher natürlich. Der Klagekeist der Gezeiten wird genervt. Von 8 Mana 5-8 auf 8 Mana 5-8, aber er gibt nur noch 5 Rüstung. Also er macht noch 5 Schaden und er gibt nur noch 5 Rüstung und nicht mehr 8. Den Nerf verstehe wer. Das ist so ein Nerf, den verstehe ich nicht. Die Karte war neu, die Karte ist 2 Wochen alt, die Karte wurde noch lange nicht genug gespielt, noch lange nicht genug getestet, die Karte stört keinen Menschen. Ich glaube, es gibt keinen Mensch, der sich in 2 Wochen jetzt über diese Karte riesig aufgeregt hat. Und bam, wird sie mal eben genervt. Mit 3 anderen Karten. Also, der Krieger wird sowieso genervt, kriegt 3 andere Nerfs. Wer weiß, ob man diesen Nerf unbedingt überhaupt brauchte. Und dann nerft man jetzt eine der wenigen Karten des Minisets, die wirklich gut ist und die überhaupt gespielt wird. Kann ich nicht nachvollziehen und ist wirklich, das ist der eine Nerf, wo ich sage, blicke ich nicht. Nelly wird genervt und zwar richtig. Nelly gibt immer noch 3 Piraten, kostet immer noch 5 Mana, aber die Piraten kosten nicht mehr 1, sondern sie kosten 1 Mana weniger. Also ein 5-Mana-Pirat kostet 4 Mana, ein 3-Mana-Pirat kostet 2 Mana, ein 6-Mana-Pirat kostet 5 Mana. Und so weiter und so fort. Also sie kosten einfach 1 Mana weniger. Ist natürlich ein Riesen-Nerf. Vorteil ist, Smitty geht immer noch. Also sie hätten es ja auch anders nerfen können. Man kann nur noch 5-Mana-Piraten bekommen oder. Insofern Smitty kann man immer noch bekommen. Man kann also immer noch Charge bekommen, man kann immer noch Druck und Burst bekommen, aber der ist natürlich wesentlich teurer und wesentlich schwieriger zu spielen oder frisst auf jeden Fall den ganzen Turn oder. Ich würde sagen, und die meisten sagen es auch, Nelly ist jetzt eine ziemlich tote Karte und wurde tot genervt. Andererseits war Nelly halt vorher auch einfach so unfassbar stark. Ich denke schon, dass Nelly jetzt erstmal tot ist und Nelly wird wahrscheinlich erstmal fast gar nicht mehr gespielt. Man muss aber auch immer noch sagen, es ist immer noch eine 7-Mana-Karte, die einem 3 Karten gibt. Also eine 7-Mana-Karte, die vernünftige Stats hat, die einem Taunt gibt, die einem 3 Karten auf die Hand gibt, die immer noch billiger sind, die dann wieder einem Angriff geben, die einem wieder Karten geben. Also value-technisch gesehen ist Nelly immer noch eine so sehr großartige Karte. Insofern für ein Control-Deck, ein langsameres Control-Deck jetzt, immer noch eine nette Value-Karte. Nur Nelly war halt vorher so gut und hatte halt vorher dieses Burst-Potenzial geliefert, dass man jetzt denkt, sie ist auf jeden Fall tot und sie ist auch viel, viel schlechter, das ist gar keine Frage. Aber mein Gott, in einem Control-Worry als Value-Karte kann man da immer noch drüber nachdenken, wenn man das denn spielen darf, ohne dass man jedes Game verliert. Aber sonst, ich meine, es gibt immer noch 3 Piraten, das ist immer noch viel Value, das ist ja keine Frage. Aber natürlich ist die Karte viel schwächer als vorher und man kann sie erstmal in Richtung Tod bezeichnen, aber ich würde sie jetzt niemals abschreiben, dass sie jetzt nicht mehr in den nächsten 2 Jahren irgendwie gar nicht mehr gespielt wird oder so, das glaube ich nicht. Aus den Tiefen geht von 3 auf 4.
Riesen, also der Ein-Mana-Nerf ist völlig in Ordnung und völlig richtig und die Karte ging einem richtig auf die Nudel. Der größte Punkt ist, die Karte kann jetzt nicht mehr mit dem Schullehrer entdeckt werden. Also der Schullehrer, dieser 4-Mana-Dude, der den 3-Mana-Spell entdecken kann dann, mit dem 1-Mana-Dude, alles voller Dudes, der kann dann die Karte nicht mehr entdecken. Also der Schullehrer kann nicht mehr aus den Tiefen entdecken und das ist wichtig. Das heißt, das ist jetzt komplett raus. Es gibt also wirklich nur noch zweimal aus den Tiefen und die kostet jetzt auch noch einen Mana mehr. Ist also wesentlich langsamer Mana-Cheat. Das soll auch so sein in Control-Vodex. Also mit dem Nerf gehe ich auf jeden Fall mit. Mit dem Nerf gehe ich auf jeden Fall mit. Nelly hätte ich vielleicht lieber anders genervt. Einfach nur, dass Mr. Smitty nicht mehr so geht. Aber der Rest funktioniert vielleicht noch. Also wirklich nur noch 5 Mana-Piraten. Oder jetzt, wo Smitty genervt wurde, hätte man sagen können, bis zu 6 Mana-Piraten. Warum wäre das ein Ding gewesen? Weiß ich nicht. Aber okay. Grundsätzlich gehe ich mit Nelly auch mit. Aber hätte ich vielleicht anders gemacht. Und dieser Nerf ist wirklich der unnötige. Den hätte ich komplett weggelassen. Und erstmal, warum muss man jetzt eine vierte Karte beim Krieger nerfen? Warum hätten nicht drei gereicht? Und warum muss es die Miniset-Karte sein, die seit 2 Wochen im Game ist? Das kann ich nicht nachvollziehen. Insgesamt hat es den Krieger hart getroffen. Wird Krieger jetzt mit Sicherheit nicht mehr gespielt werden, weil wer will schon eine Klasse spielen, die 4 Karten genervt bekommen hat? Ich glaube aber immer noch, wenn du ein vernünftiges Kontrollpaket baust, du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Early Game Removal ins Deck packst und dafür ein bisschen weniger Mana Cheat vielleicht. Also du baust dir ein ganz solides Control-Deck mit relativ viel Armor Gain. Dann kannst du immer noch gegen die Midrange Aggro-Decks gewinnen. Und vielleicht hinten raus immer noch mit Kazakusan dann auch die Value-Matchups gewinnen oder so. Oder gegen Curse Warlocks kann man sich mit Rüstung über Wasser halten und so weiter und so fort. Gegen Minenschurken sollte, wenn der Minenschurke jetzt wirklich mehr wird, weil theoretisch Krieger weniger wird, ist auch gegen das Deck gut. Und so weiter und so fort. Also von dem her, ich würde den Control Warrior, der hatte ja viele gute Karten. Jetzt hat er 2, 3 gute Karten weniger, aber er hat immer noch gute Karten. Und man kann vielleicht mal wieder andere Karten spielen. Groll, dieses 4-Mana-AOE Groll wurde früher immer gespielt. Das könnte man ja wieder mal reinpacken ins Deck oder so. Deswegen glaube ich, dass das nicht komplett der absolute Murks ist. Mal gucken. Ja, der Demon hat damit genervt, nämlich Karia Teufelsseele geht auf 7 Mana, 7 Mana 7-7 von 6 Mana 6-6. Ich finde den Nerf wert. Insgesamt ist es ja eine Big Demon Hunter Karte. Sie sollte eigentlich Big Demon Hunter ermöglichen und Big Demon Hunter wäre auch ganz cool. Und einem Big Demon Hunter mit mehreren Dämonen finde ich sie auch völlig in Ordnung und war sie auch völlig in Ordnung. Aber sie wurde halt wieder, wie das immer so ist in Hearthstone, die Karte wurde missbraucht. In einem Deck, welches nur einen einzigen Dämonen spielt, in einem Deck, was eigentlich kein Big Demon Hunter Deck ist. Also in einem Aggro-Fell-Demon Hunter wurde sie quasi gespielt als Highroll. Wenn du sie halt hast und du hast Szilagg nicht, spielst du sie Turn 6, hast Turn 6 Szilagg, machst 8 Schaden, spielst Turn 7, 8 Szilagg, den du dann topdeckst. Also sie war einfach eine zu harte Highroll-Karte, die dann ein Deck richtig gepusht hat. Und dahingehend finde ich den Nerf völlig in Ordnung und völlig richtig. Schade ist es halt nur trotzdem, weil eigentlich für den Big Demon Hunter, der vielleicht mal machbar wäre, wäre es eigentlich eine ganz coole Karte. Und da müsste sie theoretisch nicht genervt werden, wahrscheinlich. Aber jetzt ist es, wie es ist. Und dann ist es auch okay. Die kampferprobte Forward geht von 2 Mana 2-2 auf 2 Mana 2-1. Ist, denke ich, okay. Er kostet nicht mehr. Er beschwört immer noch die beiden 1-1er. Also er kommt immer noch aufs Feld. Er kann immer noch die Dinger rufen. Es kostet nicht mehr. Es ist gleich. Aber mit der Heldenfähigkeit vom Druiden, Schurken, Magier, Demon Hunter kann er jetzt leichter getötet werden. Es gibt auch andere Karten, die nur einen Schaden machen. Oder es gibt Diener, die einen Schaden machen. 1-3er Diener oder so. Ist, denke ich, ein völlig gerechtfertigter Nerf. Beides keine Nerfs, die man da auch nur andersweise kaputt machen. Es gab ja auch Decks ohne Karia. Es gab ja auch Decks, die wollten Karia gar nicht spielen, weil sie keinen Bock auf diesen High-Roll hatten. Und insofern ist die Karte nicht kein Muss. Es war halt eine High-Risk-Karte. Eine High-Win, High-Reward, High-Risk. Ich labere Blödsinn, ihr wisst, was ich meine. Aber insofern ist es nicht tot und die Karte ist ja auch immer noch okay, ist völlig in Ordnung. Der Gnoll wird wieder genervt, also er wurde genervt, wurde zurückgenervt, jetzt wird er wieder genervt, aber diesmal wird er soft genervt. Also er bleibt bei 5, er geht nicht auf 6 Mana zurück, er bleibt bei 5, aber er verliert wieder einen Angriff. Ich will jetzt nicht sagen, hätten sie es doch, ja, es ist gut, ich denke, es ist in Ordnung, wie es ist. Der Gnoll ist so. Kostet immer noch jetzt einen Mana weniger, hat aber jetzt einen Angriff verloren. Vielleicht ist er so jetzt balanced und so eine faire Karte, vernünftige Karte. Ist okay. Ich habe mich halt nur wirklich gefragt, warum haben sie überhaupt den ganzen Nerf zurück? Warum haben sie nicht wirklich nur das Mana zurückgenommen? Warum mussten sie ihm auch den Angriff wieder geben? Das habe ich wirklich nicht verstanden. Ist aber jetzt auch egal, ist wie es ist. Und ich denke, damit kann jetzt auch wirklich jeder leben. Und wenn nicht, der hat halt Pech gehabt. Kariel geht auf 8 von 7. Ja, ich. Mich hat Karriere nie so groß gestört, aber ich verstehe natürlich absolut, dass Karriere unfassbar stark ist.
Wenn Kariel on Curve Turn 7 kommt, gegen einen Facehunter, gegen einen Questhunter, gegen Agrodex, dann kann es einfach der Sieg sein. Also es ist eine Karte, die, wenn man sie spielt, kann man das Game gewonnen haben. Und es ist, glaube ich, die Karte, die im Game die höchste Winrate hat. Glaube ich, wenn ich die Statistiken jetzt noch richtig im Kopf habe. Also die absolut höchste Winrate-Karte quasi, wenn man sie spielt. Von dem her kann es nur okay sein, sie zu nerven. Und der Nerf von 7 auf 8 Mana ist jetzt dann... Der Effekt ist der gleiche, sie macht exakt das gleiche. Hätte sie von vornherein 8 gekostet, wäre es okay gewesen, hätte niemand was gesagt. Brukan kostet 8 und der ist ja nun wirklich auch eher ein bisschen schwächer, würde ich sagen. Insofern darf Kariel 8 Mana kosten. Der Paladin kann trotzdem weiter Mechs spielen, er kann trotzdem weiter Buffs spielen, er kann trotzdem weiter Control spielen, muss aber jetzt halt einen Turn länger eventuell auf Kariel verzichten und das ist dann auch okay. Und da hat man dann halt auch mehr Zeit und mehr Platz, eventuell den Paladin zu töten, bevor sie dann kommt. Ist, denke ich, okay. Die Grollflossensirene geht von 5 Mana 2,5 auf 5 Mana 2,6. Das ist schon ein ziemlich harter Nerf für Magier. Ich spiele das Deck selber gerne. Ich habe das Deck selber ultra gerne gespielt, meistens in der Ping-Variante. Und natürlich jetzt kommt das Ganze einen Turn später. Oft ist man darauf angewiesen, ich hau jetzt Turn 4 mit der Coin, ich hau jetzt Turn 5 ohne Coin, meinen Naga-Turn anstarten. Jetzt ist es halt Turn 5 mit der Coin oder Turn 6 ohne Coin. Ist natürlich eine große Nummer, aber ich denke zum einen, das Ping-Mage-Deck, also der Ping-Mage kann es besser abfangen als das Combo Ignite-Deck. Insofern, das finde ich schon mal gut, weil das Ping-Mage-Deck ist das bessere, fairere, finde ich. Von dem her, das passt schon mal. Und man muss einfach sagen, es ist auch nicht schön für den Gegner. Der Gegner sitzt da, du spielst deine 25 Naga und 26 Spells, die 2 Minuten gehen um und der Gegner sitzt da und guckt dir dabei zu. Ist jetzt auch nicht so toll, macht selber Spaß, ist für den Gegner. Deswegen finde ich es auch okay und diese Karte an sich ist halt auch sehr uninteraktiv für den Gegner. Wenn sie jetzt einen Turn später kommen, hat ein bisschen mehr Zeit oder was auch immer, man kann ein bisschen weniger kombinieren vielleicht, ist das, denke ich, fair, auch auf lange Sicht gesehen. Jetzt im Moment wäre es vielleicht noch okay, wenn die Karte 4 kostet, aber es kommen ja auch noch mehr Erweiterungen, es kommen Spells nach, es kommen vielleicht noch Naga nach und wenn man das alles bedenkt, denke ich, ist die Karte auf 5 Mana setzen die richtige Idee. Aber genauso gut sage ich dann, es wäre jetzt auch richtig gewesen, die Mine zu nerven. Also der Minenschurke, es gibt auch schon Warlock-Decks mit der Mine. Vielleicht im Moment noch okay, aber auch jetzt hätte man auch jetzt schon nerven können, weil auch das ist ein unfassbar uninteraktives Deck, es ist das langweiligste ever und die wird nicht angefasst. Da wäre ich dann auch dabei, ja, dann packt auch die Mine an und macht die Mine von mir aus auf 3 Schaden und nicht mehr auf 4 oder so. Hätte ich mir dann auch gewünscht, dass man dann da auch jetzt schon rangeht. Ihr Dänisch-Schuppen geht von 1 auf 2. Der Druide ist im Moment wirklich nicht zu stark, das sagen sie auch selber. Druide war seit dem Miniset keine dominante Klasse. Ist so. Ist einfach Fakt, der Druide ist momentan nicht dominant, also könnte man sagen, der Nerf ist eigentlich unnütz und nicht nötig. Andererseits, ich habe es selber auch aus der anderen Perspektive gesehen, der Druide spielt was, der Druide heilt sich, spielt einen fetten Taunt und dann kommt für 1 Mana oder für 2 Mana, heilt er sich um 20, heilt sich um 10. Das ist jetzt halt wesentlich schwerer, jetzt braucht er 2 Mana für einen Heal, jetzt braucht er 4 Mana für 2 Heals. Es ist einfach unfassbar viel Burst-Heal aus dem Nichts gewesen, mit dem man dann Games gewonnen hat. Und das kann schon sehr frustrierend sein. Insofern verstehe ich auch tatsächlich diesen Nerf, der auch nicht wirklich gerade nötig ist, aber vielleicht auch für die Zukunft gerade. Weil der Druid ist jetzt auch schon wieder so, es ist nicht schlecht, es ist kein schlechtes Deck. Und er dominiert halt auch langsamere Decks schon wieder ziemlich, wenn man möchte. Von dem her ist auch dieser Nerf, denke ich, okay. Die Gewitterblüte wird für Wild genervt, da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Ich weiß, dass in Wild Big Shaman ein großes Problem ist. Dafür wird diese Karte genervt. Und Mr. Smitty geht tatsächlich von 6 Mana auf 7 Mana. Auch da muss man nochmal sagen, nochmal ein passiver Krieger-Nerf. Es gab Krieger, die durchaus gespielt haben. Wenn man jetzt als Krieger Nelly spielt, wäre es nochmal ein Nerf. Also Krieger wird nur ganz leicht davon getroffen, aber hin und wieder war im Krieger-Deck mal Pein drin. Quest-Worry wird schon wieder genervt. Der Quest-Worry kriegt schon wieder einen Nerf ab. Und natürlich Schurke, ne? Das ist auch ein Schurken-Nerf. Also auch hier muss man sagen, dass der Schurke trifft es am meisten. Also Smitty würde ich ja sagen, ist quasi in jedem Schurkendeck eine durchaus große Win-Condition, außer natürlich im Minen-Schurken. Und auch hier muss man natürlich sagen, du spielst den Smitty das erste Mal, er kostet 1 Mana mehr. Und wenn du ihn dann mit Schattenschritt nochmal spielen möchtest, dann kostet er nochmal Mana mehr. Also gerade für Schurken, die eventuell mit Schattenschritt ja Kombinationen machen und ihn 2-3 Mal spielen, ist es halt jedes Mal 1 Mana mehr. Merkt man also richtig. Also schon ein recht großer Schurken-Nerf. Aber auch Smitty war auch im Paladin drin, also auch Paladin wurde wieder passiv genervt. Insgesamt gesehen ist Smitty eine Win-Condition in ganz, ganz vielen Decks, in fast jedem Agro-Deck, irgendwie Minion-basierten Agro-Deck oder die irgendwie ihn buffen können oder ihn wieder oder mit ihm cheaten können. Daher ist auch dieser Nerf, denke ich, gerechtfertigt.
Nur man muss halt aufpassen, wenn du halt jede Win Condition nerfst, also du nerfst jetzt hier Smitty als Win Condition, du nerfst als Win Condition die Sirene, du nerfst als Win Condition Ka oder als Win Condition Kariel, dann sind halt die Decks Minenschurke, Schweinepriest, Nagapriest, diese ganzen uninteraktiven, Nagapriest ist jetzt nicht super uninteraktiv, aber Minenschurke, Schweinepriest, die werden hier nicht angefasst und viele andere Karten werden angefasst, die Win Condition sind, die Überleben sichern, die Gewinne sichern. Muss man halt aufpassen, dass dann nicht diese super unteraktiv, die absolut uninteraktiven Decks, dass die jetzt rauskommen. Das ist die einzige Gefahr. Das kann ich noch nicht beurteilen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe einfach, dass jetzt vielleicht Mech-Mage, Mech-Paladin oder andere Midrange-Decks vielleicht rauskommen, weil der Krieger genervt wurde, weil man jetzt besser ankommt, weil du nicht ständig vom Krieger halt weggeballert wirst. Und deswegen kommen jetzt andere Board-Decks und diese Board-Decks besiegen hoffentlich dann Schweinepriest und Minenschurken. Dass es diese Decks auch kaum gibt. Das wäre jetzt so meine Hoffnung. Aber ja, Smitty insofern auf jeden Fall völlig okay. Und der Schullehrer wird genervt. Auch dieser Nerf ist okay. Von 5 Mana, von 4 Mana 5-4 auf 4 Mana 4-3. Also er verliert einen Angriff, er verliert ein Leben. Das ist, denke ich, völlig okay. Das ist ja die eine Sache, die ich immer sage. Es gibt zu viele Diener mit Premium-Stats und Premium-Effekten. Der Schullehrer hatte die perfekten 4 Mana-Stats, trotz unfassbar gutem Effekt. Jetzt hat er nicht mehr die. Jetzt hat er immer noch einen absolut großartigen Effekt, hat aber nicht mehr die Premium 4 Mana Stats. Und das finde ich okay. So muss, das muss weitergehen. Diener, die einen richtig guten Effekt haben, sollten keine Premium Stats haben. Deswegen ist dieser Nerf völlig okay. Ja, genauso wie hier zum Beispiel auch der. Es gibt einfach Diener, die haben so einen guten Effekt, da muss man halt an die Stats rangehen. Und das ist. Hier ist es wirklich das beste Beispiel dafür. Ich denke, der Schullehrer ist immer noch eine sehr gute Karte, immer noch eine sehr flexible Karte. Auf die Stats kam es ja gar nicht so an. Waren aber natürlich ja schon gut. Logisch. Trinken wir noch einen Schluck Wasser. Von dem her ist das, denke ich, auch völlig gerechtfertigt. Denkt also an euren Staub. Alle Karten, die hier sind, können jetzt für 2 Wochen für den vollen Dust gedisenchanted werden. Vergesst das nicht. Nehmt das mit, was ihr könnt. Ich bin insgesamt, wie gesagt, mit den Nerfs ziemlich zufrieden und finde sie okay. Ob sie die Meta besser, schlechter machen, das kann ich null einschätzen. Das kann man erst in 2, 3, 4 Tagen beurteilen. Wie gesagt, grundsätzlich sind die Nerfs gut. Grundsätzlich hoffe ich, dass jetzt andere Board-Decks kommen, weil der Krieger nicht mehr so stört und deswegen auch sich das, die uninteraktiven Decks in den Rahmen halten. Aber das ist die eine kleine Gefahr. Schweinepriest, Minenschurke, Minenwarlock, dass jetzt solche Decks aus der Ecke kommen, wo es halt null Spaß gemacht zu spielen. Auch Fluch-Warlock ist so grenzwertig. Fluch-Warlock macht auch nicht so viel Spaß, dagegen zu daddeln. Aber mal gucken. Ein paar Nerfs, wie gesagt, Klagegeist der Gezeiten, das ist der eine Nerf, den ich richtig unnötig finde, das ist der unnötigste. Nelly hätte ich ein bisschen anders gesehen, aber alle anderen Nerfs, würde ich sagen, gehen schon klar. Es wurden noch Battlegrounds-Sachen genervt oder geändert. Geändert ist vielleicht die bessere Variante. Und es wurden noch Mercenaries-Dinge geändert. Wenn ihr euch das in Ruhe durchlesen wollt, dann in der Beschreibung sind die Patchnotes zu finden, ist der Link zu den Patchnotes zu finden. Wir sehen uns also heute auch zu einem gemütlichen Ladder-Stream mit ein paar Bierchen auf Twitch und natürlich sowieso fast täglich auf Twitch. Wir sehen uns hier zu nächsten Updates und Infos wieder auf YouTube. Bleibt gesund, bleibt friedlich, danke fürs Anschauen und bis bald! Hallo, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und ja, bis dann, Freunde.